Liebe Freunde der großen kleinen Bahn, es gibt mal wieder ein Video von einem Fremo-Treffen. Und zwar eins, was regelmäßig immer jedes Jahr stattfand, also bei Corona. Und ja, über das es schon viele, viele Teile auf meinem Kanal gibt. Und zwar das Fremo-Treffen in Dreiskamuckern, was auch, sagen wir mal, unter verschiedenen Namen immer auftaucht, also Fremo-Treffen Leipzig, Fremo-Treffen Großpösner. Also Dreiskamuckern ist ein Teil von Großpösner und Großpösner liegt in unmittelbarer Nähe von Leipzig. Schauen wir mal auf den Plan. Ich habe jetzt im Gegensatz zu sonst mal grüne Punkte verteilt, um zu zeigen, von welcher Stelle ich gerade hier spreche. Die Hauptbahn geht wie so oft außen herum und wir beginnen mit unserem grünen Punkt im Schattenbahnhof Plagwitz und wandern nach Holstedt, den größten Bahnhof im Arrangement. Ja, und wo also auch viel auf die einzelnen Abzweige verteilt wurde. Das ist einer dieser Abzweige, zu dem wir dann nachher noch kommen, wo jeweils eine Nebenbahn angeschlossen war. Hier haben wir den Abzweig Posthausen, der, ja, wie gesagt, da kommen wir dann noch dazu, wenn ich euch dann die Nebenbahn zeige. Ja, und die Hauptbahn endet dann im Schattenbahnhof Leipzig-Warn. Ja, da ist so quasi der Kreis um die Halle fast geschlossen. Ja, die Nebenbahn von Holstedt zweigte, also gab es einen Abzweig, da ging es nach Clausthal und dort dann von dort an auf der Hauptbahn, nicht auf der Hauptbahn, sondern auf der Regelspur nach Possendorf. Und wir haben dann noch die Schmalspur gehabt. Der erste Bahnhof auf der Schmalspurstrecke war Gasedach, wo dann auch zwei Strecken voneinander abzweigt. Das ist Helpingsdorf. Und ja, und bei dem anderen muss ich leider wieder den Namen schuldig bleiben, weil er einfach nicht auf dem Plan steht. Den werden wir aber noch sehen. Also da waren viele schöne Details drauf. Ja, und dann gibt es die zweite Nebenbahn, geht es über Willichtal und Kronwerk, wo sich die Nebenbahn noch einmal aufgeteilt hat. Da ging der eine Teil nach Schwarzbach und von dort nach Ösede, was dann der Endpunkt dieser Strecke war. Der andere Teil ging dann in den tschechischen Bereich. Hier war der erste Bahnhof, der Bahnhof Hukovice, wo dann noch ein kleines Kohlebergwerk dranhing. Von dort dann nach Elkovice und dem Hermannschacht, der dann von Elgowice aus bedient wurde. Zurück zur Hauptbahn, um die sich das heutige Video hauptsächlich drehen wird. Wir haben eine G7 mit einem Güterzug, also ein reiner Kalkganzzug, der hier wahrscheinlich nach Willichtal ging und hier auf der Hauptbahn unterwegs war. Und entgegen kommt der Kohlezug, der aus dem, vermute ich jetzt mal, aus dem tschechischen Teil kommt. Es kann doch sein, dass er als DG zwischen den beiden Schattenbahnhöfen hin und her gefahren ist, das weiß ich jetzt nicht mehr aus dem Kopf. Wir gehen jetzt das Ganze mal ab. Wir haben jetzt das in der umgekehrten Reihenfolge, wie ich es gerade auf dem Plan gezeigt habe, weil wir sind jetzt hier in Warn gestartet. Und da fällt mir gerade ein, dass ich auf dem, dass ich einen Bahnhof vergessen habe.
Und zwar ist das hier Obelix Weiler. Dem wird uns dann im Laufe des Videos noch etwas genauer anschauen, weil da es da einige Besonderheiten gibt. Ja, Zweig Posthausen. Und schön viel Strecke. Also hier ist es dann halt mal so, nicht wie auf der Heimanlage, wo dann der letzte Wagen den Einbahnhof verlässt und die Lok schon in den nächsten Bahnhof einfährt. Also das ist eben hier, hat man sehr schöne lange Strecken, auch wenn das noch nicht, bei Weitem noch nicht, sagen die Vorbildmaße sind. Ne? Jetzt hat man den Abzweig, der gehört zu Höhlstedt dazu. Wir haben jetzt hier einen kleinen Sprung gemacht auf die andere Seite. Der Windbergzug ist in Höhlstedt angekommen, hat zwei Milchwagen dran. Und die Milchwagen werden dann abgekoppelt, die Lok setzt um und dann fährt die Lok wieder zurück nach Possendorf, während hier ein weiterer Güterzug einfährt. Ja, und dann haben wir noch ein kleines Stück Strecke zum Schattenbahnhof Plagwitz. Schöne Kurve. Und hier hat doch tatsächlich jemand Wagen vergessen. Ja, auch das passiert ab und zu mal. Haben sich dann Spaß draus gemacht und haben die Wagen stehen lassen. Da sollte man bitte seinen Zug kontrollieren, ob er das Schlusssignal dran hat. Hat er natürlich nicht, weil das hängt ja an einem von den drei Wagen. Ja, hier Plagwitz hat ein sehr schönes Vorfeld, ein schön gestaltetes. Und hier haben wir dann nochmal den Kohlezug, der hier kurz vor Höhlstedt gerade ein freie Fahrt bekommen hat, was ja in der Epoche bei uns hier nicht das HB1 ist, sondern das Signal 12, was übrigens alle Signale umfasst, die so von dem Hauptsignal ausgehen. Also alles, was irgendwie mit freier Fahrt zu tun hat, ist unter dem Begriff Signal 12 zusammengefasst. Das, was wir unter HP0 kennen, wenn wir es denn kennen, ne? Also wisst ja nicht jeder, was HP0 ist von meinen Abonnenten, nehme ich zumindest mal an. Ne? Das ist Signal 11. Und dann haben wir hier einen Personenzug. Das kann auch der Eilzug sein, das weiß ich jetzt nicht mehr so genau. Aber auch der Eilzug ist ja ein Personenzug. Schön preußischen Abteilwagen. Und noch ein Güterzug, der hier vom Modul einfährt, was eben sehr norddeutsch gestaltet ist. Ein paar Meter weiter geht es nach Sachsen. Das ist eben das Besondere am Fremo, dass das also hier alles ein bisschen zusammengewürfelt ist. Ja, schöner Güterzug, leider ein kleines bisschen unscharf, aber ich wollte es euch nicht vorenthalten. Fäkalienwagen war gerade zu sehen. Ansonsten sehr schön gemischt. Das liegt ja daran, dass da jeder Wagen ein Ziel hat. Ja, hier haben wir jetzt die Kreuzspinne. Also die Zuglok des Windbergzuges wurde gerade abgekuppelt, setzt um. Hier ist eine Rangierlok, die jetzt vielleicht die Stückgutwagen abstellt oder verteilt oder an den Zug hängt. Aber es sieht eher so aus, als stellt sie die beiden Wagen jetzt ans Stückgutgleis. Ein Schnellzug mit einer Baureihe 39. Ja, das ist zum Teil auch meiner oder ganz meiner. Ich weiß gar nicht, da wir da noch andere Wagen dazwischen gehangen haben. Fahre ich direkt rein oder? Ja, der ist etwas kürzer, der Zug. Das liegt einfach daran,
dass der jetzt hier in Obelix Weiler rangiert. Weil Obelix Weiler ist, was den Personenzug, den Personenverkehr angeht, ja nur ein Haltepunkt. Hat aber, den Spanier gesagt, zwei Betriebsstellen, nicht zwei Ladestellen oder mehrere Ladestellen. Unter anderem gibt es auch hier Klöbe Kalk, ob ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Und Schotter, und dann haben wir hier natürlich unseren Obelix mit dem Hinkelstein. Und ja, da muss man schon ein bisschen intelligent rangieren. Ja, aber zu viel dann mal die Lok nicht. Um dann die vollen Wagen, also die beladenen Wagen, aus der Betriebsstelle rauszubekommen. Und die Lernwagen dann in die Ladegleise hineinzustellen. Ja, das ist, es ist auch nicht immer alles so ernst, ne? Also mit Obelix Weiler ohne Obelix, das ist ja irgendwie ein bisschen, naja. Also hier wird dann Schotter. Das ist übrigens kein Ladegut, so wie ich es mal gebastelt habe, also was man jetzt im Ganzen rausnimmt, sondern das sind wirklich einzelne, das sind einzelne Steinchen, die hier in die Wagen reingefüllt werden. Ich bin ja jetzt nicht so der allergrößte Fan davon, weil immer dann, wenn ein Wagen umkippt, so kann ja mal passieren, dann hat man die Sauerei auf der Betriebsstelle. Also es würde mich jetzt zwingen, da auch noch irgendwie einen Staubsauger mitzunehmen. Also ich sehe diese Form eher ein bisschen kritisch. Ne? Hier ist dann natürlich auch die Hauptstrecke gesperrt. Übrigens sind vier von den fünf Wagen, die wir hier sehen, sind übrigens im 3D-Druck entstanden. Also es gibt in der Modellbahn, aber das haben wir, glaube ich, mittlerweile alle gemerkt, durchaus ja, sinnvolle Anwendung für 3D-Druck. Ne? Ich wurde letztens kritisiert, weil ich irgendwie, da ging es irgendwie um Messinglampen, sächsische Messinglampen, dass ich schuld bin, dass die Kleinserienhersteller kaputt gehen, weil ich nicht den ihre Messinglampen kaufe. Aber Modellbahn ist eben, also Modellbau ist eben Modellbau, ne? Also in erster Linie, und nicht Modellkauf. Das hieß es ja so. Ne? Also das ist schön, dass da Kleinserienhersteller das anbieten. Die werden sicher auch ihre Kundschaft finden. Aber ja, es gibt eben auch genug Leute, die sich das eben selber machen. Und gut, ein 3D-Drucker kostet jetzt nicht so fürchterlich viel. Und das Harz auch nicht. Und das Einzige, was man braucht, ist ein bisschen Geschick, um das alles eben auch mal was zu konstruieren. Denn das, was da meistens so im naja, so kostenlos angeboten wird, das ist jetzt auch nicht so berauschend. Ja. Aber gut, wir wollen uns jetzt nicht hier unbedingt nur über 3D-Druck unterhalten, während hier immer noch ein Obelix Weiler rangiert wird. Mittlerweile ist jetzt, ja, die Kalkwagen sind jetzt hinten an der Lok. Die vollen Schotterwagen sind jetzt, stehen jetzt hier auf dem Hauptgleis. Also in dem Moment ruht natürlich hier auch der Verkehr. Die lernen Schotterwagen, ja, da ist natürlich auch noch einer aus, das kann auch passieren. Das ist auch so, sagen wir mal, so ein bisschen Problem bei uns, dass hier natürlich auch Weichen verbaut sind, die sehr eng sind. Und wir sehen ja, wie eng die Puffer sind und die Kupplungen sind meistens, also gut, das sind ja sowieso OPQ-Kupplungen, die sind sowieso kürzer, aber wenn es jetzt Fleischmann-Kupplungen wären, dann wären die jetzt zurückgesetzt und wenn also die Kurve, die Radien zu eng sind, dann passiert dann schnell mal ein Unfall. Ne? Das liegt dann, dass die sozusagen die Wagen und die Weichen nicht zueinander passen. Tja, hier kommt dann ein Güterzug. So, 71-13, Wagen mit dem. Ja, und mit dem Schwenk nach unten sehen wir natürlich hier wieder das Elend. Das sind die noch Wartertrupps und das ist schon wieder mal gerissen. Also ich habe das andauernd sowas. Ja, und dann
sind wir erstmal durch mit der Hauptbahn und haben hier einen kleinen Ausblick auf das, was uns im nächsten Video erwartet. Es gibt eine neue Kamera, es gibt eine Kamera, neu ist der Kamerawagen nicht, aber dieses Unterbau ist neu. Und das haben wir sogar hier in der Schwarzspurbahn hinbekommen, obwohl er hier gerade rückwärts fährt. Er ist natürlich eigentlich vorwärts unterwegs gewesen. Ja, und das ist dann Thema des nächsten Teils. Also ich weiß jetzt noch nicht, wie viele Teile es werden. Ich habe hier über 2 Stunden Videomaterial. Das werde ich natürlich jetzt nicht in 15 oder 16 Minuten Blöcke aufteilen. Aber es wird uns, denke ich mal, jetzt noch eine Weile beschäftigen. Ich hoffe, dass das jetzt alles planmäßig läuft. Wenn es planmäßig läuft, werde ich dieses Video irgendwo in der Weihnachtszeit noch hochladen, mal nicht an einem Freitag, sondern irgendwo zwischendrin. Und ja, dann hoffe ich, dass ihr ja, Weihnachten gut überstanden habt. Jetzt hier in den Weihnachtsfeiertagen euch es gut gehen lasst und ja, und dann den schönen Rutsch habt und ein erfolgreiches und vor allem gesundes neues Jahr 2024. In dem Sinne, ich wünsche euch einen schönen Abend und macht was draus.